Dann leg dich auf deine Matte. Spür den Kontakt mit deinem Boden, mit den Auflagepunkten von deinem Rücken. Wie deine Füße da liegen. Wie deine Beine sich anfühlen. Deinen Rücken. Deinen Nacken. Dein Kiefer, und dann atme noch mal tief ein und probiere mit dem Ausatmen alles loszulassen. Und wenn der Tag jetzt ein bisschen hektischer war, chaotisch, vielleicht war er aber auch langweilig, gut eingeteilt. Spür noch mal nach, wie es insgesamt in dir aussieht. Und da darf alles zugelassen werden. Und brauchst nicht weiter zu bewerten. Und dann führst du einatmen, deine ausgestreckten Arme überzeigen zur Decke, nach hinten flach auf dem Boden, die Handflächen zeigen nach oben. Und wenn dein Ausatmen wieder einsetzt, geht die Armbewegung wieder im Tempo von deinem Atem neben deinen Rücken. Und wenn du dann wieder einatmest, geht das Ganze nach oben, hinter deinen Kopf. Und ausatmend wieder neben deinen Körper. Und die Armbewegung passt sich bitte deiner Atemgeschwindigkeit an. Und du entscheidest für dich, ob du bei so einer Übung quasi deine Augen geschlossen hast oder, wenn es unangenehm ist, lässt du sie offen. Und der Plan ist dann quasi nach den 12 Einheiten, dass es so zur Gewohnheit wird, dass du dich auf deine Matte legst und da schon so eine Verknüpfung herstellen kannst mit: Ich darf jetzt entspannen und loslassen, und es ist jetzt meine Zeit. Ich mache das Ganze noch 5-mal. Ich sehe schon, es ist schon mal langsamer geworden. Sieht jetzt quasi aus wie eine Zeitlupe hier alles.
Und wenn deine 5 Mal vorbei sind, lässt du die Arme wieder seitlich neben deinem Körper liegen und spürst nach. Achte nochmal auf deinen Ober- und Unterkiefer dann. Und wie dein Atem jetzt kommt und wie er geht. Dann bringst du wieder Bewegung in deine Hände und Füße, Arme und Beine. Reckst dich und streckst dich. Und kommst wieder hier an und kommst auf, nee, und du ziehst jetzt schon wieder deine Knie zur Brust. Wir arbeiten uns jetzt erstmal vor. Wir bleiben beim Bekannten. Du ziehst deine Knie zur Brust, umfasst sie mit beiden Händen, schaukelt es erst nochmal nach rechts und nach links. Massierst dir den unteren Rücken. Dann darf dein linkes Bein nach unten zum Boden ausgleiten. Und du fasst mit deinen Händen dein rechtes Knie. Und atmest ganz tief in deinen Bauch rein. Der Bauch darf richtig gegen deinen Oberschenkel sich drücken. Wer möchte, der kreist seinen rechten Fuß. Deine Schultern, die liegen entspannt auf dem Boden und nur mit dem Ausatmen lässt du quasi dein Knie immer tiefer zu dir heransinken. Dann geht deine linke Hand nach rechts außen an dein Knie und du ziehst mit dem Knie deinen kompletten Körper auf die linke Seite. Einatmen dann deine rechte Hand nach oben zur Decke und ausatmen geht der rechte Arm flach auf den Boden auf Schulterhöhe und dein Blick geht auch nach rechts. Und da bleibst du in deinem Atemrhythmus. Atmest hier noch dreimal tief ein und aus. Kommst dann langsam wieder in deine Rückenposition. Bleibst hier nochmal für 3 tiefe Atemzüge mit deinem angewinkelten Knie liegen. Ist nur ein Knie angewinkelt, das rechte weiterhin. Und dann lässt du dein rechtes Bein nach vorne ausgleiten und spürst nach. Und wie gesagt, nimm dir heute die Zeit für die ganzen Asanas zum Ankommen. Setz dir da die Intention. Bring einatmen dein linkes Bein ausgestreckt nach oben und dann geht dein linkes Knie zu deiner Brust, du umfasst mit beiden Händen dein Knie. Und richtest dich dann hier ein. Ober- und Unterkiefer ist gelöst.
Schulterblätter entspannt in den Boden sinken lassen und wenn du möchtest, kreis auch hier wieder deinen linken Fuß. Tief einatmen und ausatmen. Noch dreimal tief ein- und ausatmen. Und dann geht deine rechte Hand links außen an die Knieseite. Du ziehst deinen kompletten Körper auf die rechte Seite. Einatmen, linke Hand nach oben und ausatmend dann den Arm ablegen. Und bleib hier. Nutz den Fokus, dich auszubringen, bei dir zu bleiben, bei deiner Atmung. Beim Ausatmen darf dein hinterer Brustwirbelbereich Richtung Boden sinken und überprüf mal, ob dein Arm wirklich auf Schulterhöhe liegt. Und dann kommst du wieder in die Mitte zurück. Dein Knie ziehst du nochmal zu dir heran, beziehungsweise das darf von alleine Richtung Bauch sinken mit jedem Ausatmen. Bleib hier für 3 tiefe Atemzüge. Und dann lass dein Bein nach vorne ausgleiten und spür nach. Kommst du auf deine Art und Weise zum Vierfüßlerstand? Und deine linke Hand geht eine Handlänge ungefähr weiter nach vorne. Und dafür ziehst du jetzt mal dein Gesäß erstmal nach hinten. Und du solltest jetzt eine Dehnung im linken Arm spüren. Und wenn dir die Dehnung nicht ausreicht, beziehungsweise jeder darf mal noch ein Stückchen weiter mit seinen Fingerspitzen nach vorne wandern. Oberkörper bleibt da, wo er ist. Guck mal, ob du das eventuell am Tisch hinbekommst, Sandra. Oder an der Wand irgendwie so nach oben krabbeln. Löse auch hier bitte deinen Kiefer. Dein Kopf, der darf entspannt nach unten sinken. Und gleichzeitig hast du da eine gute Dehnung, weil du krabbelst vorne mit deinen Fingerspitzen weiter nach vorne und dein Gesäß zieht weiter nach hinten. Dann kommst du langsam wieder nach vorne in den Vierfüßlerstand. Kannst gerne auch noch eine Bewegung machen, wenn du das machen möchtest.
Dann das gleiche Spiel auf der rechten Seite. Fangen erstmal an, mit einer guten Handlänge die Hand vorne abzusetzen, also weiter vorne abzusetzen. Dann geht dein Gesäß weiter nach hinten und dann wirst du wahrscheinlich noch mal weiter nach vorne laufen dürfen mit deinen Fingerspitzen. Und nutz auch hier deinen Atem. Und mach dich einatmen lang. Ausatmen, darf deine Achselhöhle ein bisschen tiefer Richtung Boden sinken. Und dann komm langsam wieder zurück. Mach wieder eine Bewegung, die du machen möchtest. Und dann positionier deine Hände unter deine Schultern, die Knie unter die Hüfte. Wir fangen an mit der Katze und mit der Kuh. Katze ist der runde Rücken. Und Kuh ist, wenn es Steißbein nach oben geht, Bauchnabel Richtung Wirbelsäule, Brustbein und Blick geht nach oben. Und dann fängst du in deinem Rhythmus an, runder Rücken für die Kuh, für die Katze. Und Bauch Richtung Boden für die Kuh. Wenn du das kannst, ausatmen rund, ein in die andersrum. Ausatmen in die Katze, Wortfindungsstörung, und einatmen in die Kuh. In deinem Rhythmus. Die Armbeugen zeigen nach vorne und die Arme knicken nicht ein, wenn du die Bewegung machst. Und dann kommst du wieder in der neutralen Position an. Und du tauchst dann mit deinem rechten Handrücken nach links durch und legst deinen Kopf auf die rechte Seite ab und die rechte Schulter liegt auch auf dem Boden. Und bist auch hier wieder gedreht. Und hier bleibst du. Und atmest. Und mit jedem Ausatmen darf deine rechte Schulter immer tiefer Richtung Boden sinken. Noch drei tiefe Atemzüge. Und dann kommst du langsam wieder nach oben. Machst nochmal die Katze und die Kuh jeweils dreimal.
und lässt dann deinen linken Handrücken nach rechts gleiten und du bleibst hier statisch in der Position liegen. Linke Seite vom Kopf liegt auf dem Boden, die linke Schulter probiert auch auf dem Boden zu rutschen und dein rechter Arm, der darf angewinkelt sein. Also du darfst dich da so nach oben drücken. Ellenbogen zeigt nach oben. Probier loszulassen. Noch für 4 tiefe Atemzüge bleiben. Und dann kommst du langsam wieder nach oben in den Vierfüßlerstand und fängst wieder mit der Katze und mit der Kuh an. Kommst dann wieder in der neutralen Position an. Dein rechtes Bein gleitet nach außen, du stellst deinen Fuß ab, Gewicht auf der linken Hand und einatmend öffnest du dich nach rechts und guckst nach oben. Wenn dein Nacken wehtut, guckst du nach unten, aber dein Arm ist in der Verlängerung von deiner Schulter. Und beim nächsten Mal ausatmen, gleitest du mit deiner Hand wieder nach links durch und dann wieder einatmen, dich öffnen. Und in deinem Rhythmus und Tempo wieder durchgleiten. Sandra, du kannst dich auch auf einen Stuhl setzen und in so eine Vorbeuge gehen und dich dann nach rechts öffnen. Oder wir machen alle mal Stuhl-Yoga. Und dann bleibst du oben und wippst mal mit deinem Arm ein paar Mal nach hier vorne und nach hinten. Und dann kommst du wieder mit deiner Hand nach vorne, dein Bein holst du auch. Heb mal abwechselnd die Knie nach oben und dann wechselst du die Seite. Linken Fuß und linkes Bein nach links ausstrecken. Einatmen, dich nach links öffnen und ausatmen, taucht deine linke Hand nach rechts durch. Du guckst oder probierst durch die Achselhöhle nach oben oder zur Seite zu gucken. In deinem Rhythmus. Wenn du das nächste Mal wieder oben bist, wipp nochmal. Und setz dann deine Hand wieder ab, dein Knie wieder ab und komm ins zusammengerollte Blatt. Fersensitz, Arme und Hände weit nach hinten drehen, also schieben und Kinn
Gott. Und Stirn darf auf dem Boden. Kinn auf dem Boden wird schwer. Und lass hier alles los. Und probier den unteren Rücken zu entspannen und den Schulterbereich. Und dann setzt du deine Hände unter deine Schultern und kommst langsam nach oben zum Sitzen. Du darfst dir gerne ein Polster, ein Kissen oder eine Decke rollen oder auch die Matte von hinten einrollen, damit dein Becken aufgerichtet sitzt. Funktioniert auch noch auf dem Stuhl, dann bitte nach vorne auf die Kante setzen. Und wir fangen erstmal an, ganz gemütlich den Oberkörper zu kreisen. Du darfst gerne die Augen schließen, wie du das möchtest. Wenn ihr schon mal was von Kundalini-Yoga gehört habt, da geht es quasi darum, dass die sagen, dass die Oder insgesamt der Yoga sagt es, dass die Energie ja in der Wirbelsäule sitzt und die fängt quasi am Steißbein aus an. Und wenn quasi durch diese kreisenden Bewegungen soll quasi Kundalini dann nach oben steigen, über die Wirbelsäule in den Kopf hinein. Wir probieren jetzt einfach hier nur die Energie zu wecken und irgendwie auch die Beweglichkeit mitzunehmen. Wechsel mal bitte die Richtung. Und dann wirst du langsam wieder kleiner. Genau. Du kommst dann wieder in deiner Mitte an und bleibst dann mal so aufgerichtet sitzen und spürst jetzt erst nochmal nach. Darfst dann gerne wieder deine Augen öffnen, einatmen, die Arme nach oben auf Schulterhöhe bringen und ausatmen, kommst du auch hier wieder in so einen runden Rücken rein, wie wenn du einen Ball oder einen Baum umarmst. Aber dein Oberkörper bleibt fast aufgerichtet. Also du machst wirklich nur wieder die Wirbelsäule krumm und ziehst die Schulterblätter dann auseinander, wenn du rund bist. Und einatmen, geht dein Brustbein nach oben, Blick auf und die Schulterblätter zueinander. In deinem Rhythmus. Noch dreimal. Und dann kommst du wieder in der aufgerichteten Sitzposition an, lässt die Hände ganz entspannt auf den Oberschenkeln liegen und spürst nach. Wir gehen dann in den Schmetterling, das heißt, die Fußsohlen kommen zueinander. Wenn du Kissen in der Nähe hast, leg die dir gerne unter die Knie oder also an die seitlich an die Knie oder an die Oberschenkel, dass du da wirklich loslassen kannst. Wenn das im Sitzen unangenehm ist, als Alternative leg dich flach auf den Rücken.
Und wir bleiben hier einen Moment drin. Du kannst gerne deine Augen wieder schließen. Und probiere mit jedem Ausatmen auch wirklich aus der Hüfte heraus loszulassen. Wer mit einem ziemlich runden Rücken da sitzen sollte, der geht bitte raus und legt sich hin. Also nicht wie so ein Fragezeichen bitte da sitzen, weil das wäre kontraproduktiv. Und ansonsten loslassen und dich gerne mit Kissen, Decken unterstützen. Und du darfst auch gerne deinen Kiefer wieder dabei bewegen. Weil wer jetzt schon öfters mit dabei war, Kiefer und Beckenboden hängen zusammen. Also löse wirklich Ober- und Unterkiefer. Atme tief ein und aus. Und dann bringst du deine Hände außen an deine Knie, drückst deine Beine langsam wieder zusammen und wanderst mit deinen Füßen nach außen und lässt dann kurz die Knie zueinander sinken als Gegenbewegung. Genau. Ich fange schon an zu gehen. Ich komme schon in die Entspannung. Und dann darfst du in die ausgestreckte Sitzposition auf dem Boden wiederkommen. Ziehst deine Sitzbeinhöcker nochmal nach hinten, also ziehst du die Pobacke nach hinten und du ziehst deine Fußzehen zu dir heran, aktiv. Und entweder sitzt du aufgerecht oder du machst deine Hände als Fäuste und stellst die quasi hinten auf und drückst dich dann nochmal so in die aufgerichtete Rückenposition. Schultern weg von den Ohren und die Fußzehen sind zu dir herangezogen. Und dann kommst du ins Lösen. Wir machen die Kopf-Knie-Stellung. Rechte Fußsohle geht an die linke Beininnenseite. Einatmen, die Arme nach oben bringen, mach dich erstmal lang. Und ausatmen, geht dein Oberkörper so weit wie es geht nach vorne und die Hände, Oberschenkel, Knie, Unterschenkel ablegen. Und du darfst dir auch gerne ein Kissen oder mehrere Decken zwischen Oberkörper und Oberschenkel legen, damit du hier halbwegs entspannt bist. Und auch hier bleiben wir drin. Und probier dir bitte vorzustellen, also ihr seid alle schon etwas Yoga geübt, du atmest ein über die linke Ferse bis zum Becken und ausatmen darfst du noch runder werden und die Dehnung im Rücken zulassen. Und vielleicht kannst du nochmal auch hier deine Schulterblätter nach außen, hinten, unten ziehen, also dass du breit wirst.
Bleib hier und sink da wirklich immer mit deinem Atem immer tiefer. Und dann setzt du deine Hände wieder neben dein ausgestrecktes Bein und drückst dich langsam nach oben. Dein rechtes Bein gleitet auch wieder nach vorne aus. Hände hinter dem Po absetzen und komm kurz in die Gegenbewegung. Also Gesäß vom Boden wegdrücken. Und dann kommst du wieder nach unten. Linker Fuß an den rechten Oberschenkel. Rechtes Bein ist ausgestreckt. Nimm dir gegebenenfalls ein Kissen oder dein Yoga-Bolster, was du zur Verfügung hast, oder Decke, genau, und komm dann direkt in die Vorbeuge. Wer möchte, darf auch seinen Nacken ganz sachte drehen nach rechts und nach links. Ober- und Unterkiefer lösen. Und dann bring deine Hände langsam wieder neben dein Bein. Richte dich langsam auf. Linkes Bein auch wieder ausstrecken. Kurz in die Gegenposition kommen. Und dann leg dich flach auf deinen Rücken und spür nochmal nach. Dann komm noch mal zum Sitzen nach oben. Füße vor deinem Gesäß aufgestellt. Hände hinter deinem Po auch. Fingerspitzen zeigen nach vorne. Du hast einen langen Rücken. Einatmend machst du dich lang. Ausatmend kippen deine Knie nach rechts. Dein Blick geht nach links. Quasi das Krokodil im Sitzen. Einatmen wieder zur Mitte. Aus, Knie nach links. Blick geht nach rechts. In deinem Rhythmus.
Jede Seite noch zweimal. Wenn du dann soweit bist, Beine wieder ausgleiten lassen und komm in die Rückenposition. Spür nochmal nach. Dann die Füße wieder vor deinem Gesäß aufstellen. Hände flach auf dem Boden abgelegt, neben deinem Po. Die Knie nicht zu eng und auch nicht zu weit, sondern ungefähr, dass so eine Faust zwischen rein passt. Füße aktiv im Boden. Und einatmen, hebst jetzt bitte nur dein Becken nach oben. Und ausatmen, darf dein Becken sich wieder absinken. Einatmen, Becken wieder nach oben. Aus, absenken. Ein nach oben, aus, absenken. In deinem Rhythmus. Beim nächsten Mal einatmen, bis zur Mitte vom Rücken nach oben gehen, also Brustwirbelbereich. Und dann probierst du Wirbel für Wirbel deinen Rücken abzulegen. Einatmen, bitte wieder zur Mitte nach oben dich rollen. Aus. Probieren Wirbel für Wirbel abzulegen. Und beim nächsten Mal einatmen, gehst du bis zu deinen Schultern nach oben. Lass aber bitte deinen Blick nach oben zur Decke gerichtet, dass die Wirbelsäule, also die Halswirbelsäule fixiert ist. Du gehst einatmen, Wirbel für Wirbel bis nach oben, nur, dass nur noch die Schultern aufliegen. Und dann probierst du Wirbel für Wirbel die Wirbelsäule abzulegen. Noch dreimal. Wenn du bei dem dritten Mal angekommen bist, dann bleibst du für 5 tiefe Atemzüge oben. Dein Becken nochmal nach oben richtig ziehen, Füße gut verwurzeln. Dann rollst du wieder Wirbel für Wirbel ab, streckst deine Beine aus und kommst in der Entspannungslage an. Wenn du noch was für die Endentspannung benötigst, dann bitte jetzt Socken, was auch immer. Gegebenenfalls das Licht dunkler machen.
Und dann leg dich entspannt auf deiner Matte ab. Deine Füße dürfen ganz entspannt nach außen sinken. Deine Beine ebenso. Spür mal, wie sich dein Becken anfühlt. Wenn du im Hohlkreuz liegst, nochmal nach oben gehen und ein bisschen tiefer zu deinen Füßen ziehen. Deine Schulterblätter dürfen sich in den Boden so reinkrubbeln. Die Arme sind entspannt. Dein Kinn ein bisschen näher zur Brust ziehen, Nacken lang machen. Ober- und Unterkiefer sind gelöst. Und atme tief ein und aus. Und hoffentlich kommst auch du in der Entspannung jetzt an. Gibt jetzt nichts zu tun. Du kannst loslassen. Und die folgenden Minuten, sie sind nur für dich. Minuten der Sicherheit, der Wärme, der Entspannung. Du kannst jetzt weiterhin ganz entspannt auf deiner Matte liegen. Und komm bei dir an. Mach dir deine Atmung bewusst. Spüre, wie der Atem kommt und geht. Kommt und geht. Und mit jeder Ausatmung entspannt sich dein Körper immer mehr. Dein Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Dadurch entspannt sich auch dein Herzschlag. Und je länger du da liegst, desto mehr entspannt sich auch das wirre Chaos im Kopf. Und du richtest deine Aufmerksamkeit von den Geräuschen von weiter weg immer mehr zu dir auf deine Matte. Und das Außen mit den Geräuschen wird immer leiser und unwichtiger. Du bist ganz bei dir. Du spürst, wie deine Schulterblätter, dein Becken und alle Auflagepunkte immer tiefer in die Matte reinsinken und du immer mehr dich mit dem Boden verbindest. Du wirst schwerer, entspannt und losgelöst. Körper und dein Geist sind völlig tiefenentspannt. Und durch deinen Bauchraum
entwickelt sich immer mehr so ein wohliges und warmes Gefühl, was sich immer weiter in deinen Brustkorb ausweitet. Du kannst dir das vorstellen wie so ein Ball oder wie so eine Sonne, so ein Energieball. Und die Wärme lässt du von deinem Bauchraum aus bis zu deiner Brust ausstrahlen. Wärme und die Energie, die darf auch bis in deine Beine und Füße ausstrahlen. Sie wärmt deine Arme. Und durch die Wärme entspannt dein ganzer Körper. Und alle Fasern, Muskeln und Sehnen werden immer lockerer und entspannter. Bis zu deinem Kopf, bis zu deinen Haarwurzeln. Dein gesamter Nacken nimmt die Wärme auf und entspannt dadurch. Dein Kieferbereich. Deine Stirn. Und sogar deine Augen dürfen in der Augenhöhle sich ganz entspannen durch die schöne Wärme, die jetzt auch bis zu denen hingekommen ist. Diese Wärme, dieser Wärmeball geht auch weiter zu deinen Schulterblättern, zu deinem ganzen unteren Rücken, und du merkst jetzt, wie durch die Wärme dein Kopf, dein Nacken, deine Schultern, die Arme und der gesamte Oberkörper ganz wohlig warm sind, locker und entspannt. Und dann wandert dieser Wärmeball in dein Becken. Und auch hier darfst du komplett entspannen. Strahlt auch rüber bis zu deinem Hüftbereich. In deine Oberschenkel, deine Beine, Unterschenkel und auch die Füße werden ganz warm. Dein gesamter Unterkörper ist warm und entspannt. Und weich. Du atmest tief ein und aus und spürst im ganzen Körper die Wärme, die Entspannung und das Lockersein. Und atme ein und aus. Ein und aus und spür nochmal die vollkommene Entspannung die Wärme und dann bringst du langsam wieder Bewegung in deine Füße, Hände, Arme und Beine. Reck dich und streck dich nochmal. Du darfst gerne noch die Augen geschlossen halten.
Mach nochmal eine Bewegung, die dir gut tut. Komm auf deine Art und Weise zum Sitzen nach oben. Spätestens jetzt dann wieder die Augen schließen. Hände entspannt auf den Oberschenkeln liegen lassen. Richte deinen Blick nochmal nach oben zwischen die Augenbrauen. Und spüre nochmal nach von der Entspannung eben. Und dann bringst du einatmend deine Arme über die Seite nach oben, die Handflächen berühren sich, kommst in die Namaste-Haltung. Und halte diesen Wärme- und Energieball wirklich nochmal im Körper fest, in deiner Mitte. Und Namaste.